Willkommen Leute zu einem neuen Video auf dem Kanal Blue One Up Gaming und wir sind wieder am Start mit einer neuen Challenge und es ist dieses Mal eine Splatoon 2 Challenge. Bevor wir starten, muss ich erst noch ein bisschen was erklären und zwar letzte Woche kam leider kein Video. Ich habe es im Stream ja auch schon gesagt, dass es möglich ist, dass nichts kommt. Grund dafür ist eben, dass ich erst das noch ein bisschen testen musste und so mit der Technik und es folglich nicht mehr zeitlich geschafft habe, ein Video zu produzieren. Und auch diese Woche wird Super Mario Galaxy leider nochmal pausieren müssen, da ich noch ein technisches Problem habe, was ich eigentlich beheben muss für Challenge-Videos. Nicht für Challenge-Videos, bei Challenge-Videos ist es eigentlich egal. Aber bei Let's Play-Videos, wo ich auch gern mal meine kommentierte Audio ein bisschen hin und her verschiebe und so versuche, langweilige Gameplay-Passagen, wo nichts passiert, eben euch zu ersparen. Damit das möglich ist, muss ich erst noch ein Programm installieren und das richtig einstellen, damit das auch funktionieren kann. Also von daher, leider auch diese Woche noch kein Galaxy. Ich gebe mein Bestes, dass es nächste Woche wieder zurück auf dem Kanal ist. Es wird dann, wenn es zurück ist, auch mal ein paar mehr Folgen am Stück geben, dass wir das, was wir jetzt verpasst haben, nachholen können. So. Genug Talk, jetzt geht es los mit der Challenge und diese Challenge wurde mir eingehakt von Waldi und diese Challenge besagt, ich habe es ja hier eingeblendet, dass ich einen Schwapper verwenden muss, gleich dazu mehr, ich muss einen Schwapper verwenden und immer, wenn ich einfärbe, muss ich jeweils so zwischen 3 und 5 Sekunden warten, bis ich ihn das nächste Mal verwenden darf. Ja, also im Prinzip vereinfacht gesagt, ich darf den Schwapper halt nicht permanent verwenden, sondern muss ihn immer so in bestimmten Zeitintervallen, muss ich immer eine Pause machen und darf ihn erst dann wieder verwenden. Und dabei sind auch Spezialwaffen verboten. Sekundärwaffen sind laut dem Ding sind erlaubt, aber ich darf keine. Das heißt, Spezialwaffen, ich weiß jetzt nicht genau, ob das Ultis und Sekundärs mit einbezieht. Ich werde einfach sagen, Sekundär und Ulti lassen wir beide raus. Nur für den Fall, dass ich mir nicht aus Versehen die Challenge noch vereinfache. Ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt direkt in die Schlacht, in den Standardkampf. Wir spielen wie immer 3 Runden. Und direkt beginnt die erste Runde und zwar auf einer Map, die ich persönlich auch sehr nice finde. Das Abyssal Museum. Ja, für alle, die interessiert, mit welchem Schwapper ich spiele. Ich spiele mit dem 3R-Schwapper Fresco. Ich habe ihn halt ganz random ausgewählt. Ich hatte keine Lust, einen Wandschwapper zu verwenden, weil Wandschwapper ist einfach meiner Meinung nach eine echt OP-Waffe und ich bin hier schon mal direkt gekillt worden. Das wird mir halt insbesondere im Nahkampf extreme Schwierigkeiten machen, wenn ich den Schwapper nur immer in unregelmäßigen Abständen verwenden darf. Und auch vom Einfärben her könnte es problematisch werden. Ja, auf jeden Fall, wir schauen mal, wie sich das entwickelt und deswegen würde ich mal sagen, ich kann ja nicht mal One-Hit-Kill machen. Das ist das Ding. Okay, und das war jetzt eigentlich Schummeln, weil ich habe, glaube ich, zweimal den Schwapper benutzt. Kann es sein? Also, so dürfen wir es auf jeden Fall nicht machen. Wir müssen schon uns an die Regeln der Challenge halten. Aber es wird uns halt echt enorme Probleme bereiten, wenn wir hier einen Kill machen. Das wäre echt ein Wunder. Da brauchen wir auf jeden Fall die Unterstützung von einem anderen Mitspieler. Weil wir das selber alleine nicht hinbekommen. So viel dazu. Ich weiß gar nicht, ob es einen Schwapper gibt, der auch one-hittet. Ich habe keinen Plan. Ich glaube nicht. Also, wenn ich jetzt einen Unsinn erzähle, lasst es mich wissen. Dann kann ich das eventuell in dem Stream mal nochmal machen. Aber jetzt benutze ich halt mal den HR-Schwapper Fresco. Stimmt, Wandschwapper könnte One-Hitten, wenn dann alle alle kleinen Bällchen, ich weiß nicht, wie man sie nennt, alle auch den Gegner treffen. Aber nur dann. Aber ich meine, sind wir wieder beim Aspekt von vorhin. Wandschwapper ist einfach OP. Also meiner Meinung nach zumindest. Deswegen werde ich ihn auch nicht spielen, weil ich glaube, das würde halt die Challenge, wie gesagt, viel zu stark vereinfachen. Okay, es sieht gar nicht so schlecht aus. Dem sein Torpedo hat uns nicht getroffen.
Ich hoffe, ich treffe es vom Zeitintervall her irgendwie. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen weniger den Eimer verwenden, weil so richtig auf die Uhr oben schaue ich jetzt natürlich. Was heißt natürlich? Es ist nicht ganz so leicht. Boah, also das war jetzt ein Kill. Wir tun einfach so, jetzt müssen wir den Schwarpalm aufladen. Aber als ob. Wir haben 2 Kills gemacht. Na gut, einmal haben wir es sogar komplett alleine geschafft, aber hier war entscheidend, dass uns unser Mate geholfen hat. Das war. Also wir haben insgesamt 3 Kills. Einer ist jetzt nicht. Eigentlich nicht so ganz gehackt, weil wir haben doch zweimal den Schwarpalm innerhalb kurzer Zeit benutzt. Und wir haben verloren. Als ob, so knapp. Zweites Match. Ich hätte jetzt fast vergessen anzumoderieren. Das wäre jetzt nicht so gut gewesen. Wir sind auf jeden Fall im zweiten Match und wollen es jetzt wissen und die Runde dieses Mal für uns entscheiden. So, ich mache jetzt mal was, was ich normalerweise nicht mag. Ich gehe nicht den Weg durch die Mitte, sondern ich gehe mal oben entlang. Ich bin fast nie hier oben, von daher ist es auch mal was anderes auf alle Fälle. Ich kenne mich halt hier oben fast wirklich nicht aus. Also ich habe schon mal gesehen und so, aber mir ist es halt insgesamt doch zu unbekannt. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt meine Hände im Spiel hatte bei dem Kill. Fakt ist, hier war es eine äußerst dumme Entscheidung mit dem lamesten Schwapper der Welt in diesem Fall, weil man muss ihn ja immer erst aufladen, mich hier in dieser Situation reinzustürzen. Okay, das müssen wir besser machen. Natürlich habe ich jetzt in diesem Duell keine Chance, weil wenn einer direkt auf mich zustürmt in dieser Challenge, ist direkt Feierabend. So, so kann es nichts werden. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir jetzt nicht nochmal so einen komischen Angriff haben. Dabei natürlich auch mal ein bisschen hier weiter umeinfärben. Oh, auf die muss ich aufpassen, auf die Bombe. Ich finde es ja witzig, dass die mich nicht entdeckt hat und nicht auf mich losgegangen ist. Ja, Leute, und an der Stelle kann ich ja schon mal eine kleine Problematik bezüglich dieses Formats ansprechen. Es ist so, dass ich langsam aber sicher keine Challenges mehr habe, die ich machen kann. Ich habe es schon ein bisschen im letzten Mario Kart 8 Deluxe Stream angesprochen, aber es ist so, dass ich eigentlich, ja, ich kann eigentlich habe eigentlich jetzt nur noch eine Challenge, die ich vorhabe zu machen. Es ist eine Splatoon 2 Challenge. Was so eines ist, werde ich jetzt natürlich noch nicht sagen, weil es würde dann ein bisschen den Heiz nehmen. Aber sonst wird es langsam ein bisschen schwer, okay. Da war noch weniger Ausweg mit der Behinderung. Ich würde sagen, insgesamt ist die Runde deutlich schlechter als die letzte, vor allem weil wir hier jemanden haben, der, ich dachte, nichts mehr macht, aber scheinbar ist er doch wieder dabei. Eventuell hat er halt kurz einen schlechten Empfang. Ja, schauen Sie mir wieder soweit. Also die erste Runde war auf jeden Fall wesentlich erfolgreicher als die hier, muss man sagen. Deswegen bin ich jetzt umso mehr auf euch angewiesen. Wir haben wenigstens uns einen Kill wieder geholt mal. Und deswegen, wenn ihr eine gute Challenge habt zu was weiß ich für einem Spiel, einzige Voraussetzung ist, ich habe das Spiel und ich bin keine Niete dahin, weil sonst bringt sowieso nichts. Schreibt mir gerne eure Challenge-Vorschläge in die Kommentare mit einem Hashtag Challenge. Am besten, damit ich es am eindeutigsten unterscheiden kann von einem normalen Kombi und so. Und ja, weil sonst wird es langsam halt wirklich ein bisschen problematisch hier. Und die finale Runde. Und in dieser finalen Runde wollen wir uns natürlich besser anstellen als in der letzten. Im Idealfall auch noch besser als in der vorletzten. Und wir wollen uns einen Sieg holen. Wir haben auf jeden Fall auch schon Kills geholt. Das heißt, ganz so schlecht lief es jetzt nicht. Ich glaube, es kann sein, dass ich mich vielleicht nicht an die Vorgabe von 3 bis 5 Sekunden gehalten habe immer.
Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube jetzt aber nicht, dass das einen riesen Unterschied gemacht hätte. Hauptsache, ich muss. Wo sind meine Mates? Hallo? Es ist jetzt noch Tag, wie ich das aufnehme. 20:35 Uhr, sagt gerade meine Uhr. Es ist noch nicht 4 Uhr in der Früh oder so. Also. Und das ist ein Schlachtfeld und kein Bett. Also, wenn ihr wirklich schlafen wollt, dann seid ihr halt wirklich falsch. Okay, wie ich jetzt diesen Kill mir geholt habe, ist mir jetzt ein bisschen hölzern. Ich habe ihn ja eigentlich nur einmal mit dem Schwapper vollgespritzt. Mehr auch nicht. So, auf jeden Fall gehe ich jetzt den Weg oben rum. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn ich manche Challenges vielleicht, die ich schon mal gemacht habe, irgendwie nochmal probiere. Sie vielleicht nochmal ein bisschen verschärfe. Okay, das war jetzt ein Fehler. Aber wir haben damit jetzt nicht. Ja, kein. Es ist jetzt nicht irgendwie. Hat jetzt nicht irgendwie eine Auswirkung auf das Match, dass wir jetzt hier einmal zu oft eingefärbt haben innerhalb kürzester Zeit. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Aber ganz ehrlich, was machen unsere Mates? Die campen überall rum. Ich glaub's gleich. So können wir natürlich nicht gewinnen. Okay, ich muss mich jetzt eigentlich offiziell umbringen lassen. Weil, hätte ich jetzt den nicht genutzt, dann wäre ich halt wirklich darauf gegangen. Deswegen müssen wir es jetzt so machen. Hilft nichts. Auf jeden Fall schreibt mir auch dazu gerne mal eure Kommentare in die Meinung. Ja, genau. Eure Meinung in die Kommentare. So rum. Meine Güte. Damit ich Bescheid weiß, wir sind wieder tot. Man merkt, wenn man eine Waffe nicht richtig verwenden kann, hat das durchaus negative Auswirkungen. Und jetzt haben wir auch noch einen Disconnect. Sensationell. Ich würde mal sagen, die Hunde, die können wir wirklich vergessen. So, ich glaube, wir haben etwas mehr Einfährpunkte dieses Mal als beim letzten Mal. Okay. Also, dass ich so schnell sterbe, wenn ich hier unten aufpalle, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber lass mich das auf jeden Fall wissen. So, jetzt kann ich abschließend schon mal zu einem Fazit kommen zur Challenge. Ich habe es eigentlich schon vor ein bisschen angedeutet. Es ist auf jeden Fall natürlich eine große Einschränkung, wenn du die Waffe, die eigentlich eben auf dem Schwappen, würde ich es jetzt mal bezeichnen, basiert, wenn du die nicht richtig verwenden kannst, dann sieht man das natürlich auch an dem Ergebnis. Aber klar, hier hatten auch unsere Mates einen großen Anteil. Ich bin gespannt, wie viel da ich bin. Hä? Wie zur Hölle haben die so viel mehr Punkte bekommen? Immer wenn ich auf die Map geschaut habe, sind die rumgecampt. Na egal. Zurück zum Fazit. Es ist auf jeden Fall sehr einschränkend und im ersten Match waren wir ganz gut dabei. Im zweiten Match waren wir nicht so gut. Im dritten waren wir persönlich, zumindest meiner Meinung nach, wieder ein bisschen besser dran. Aber unsere Mates hatten halt keinen Bock. Das war das Problem. Dann, ja, insgesamt auf jeden Fall, ich sag's nochmal, eine riesige Einschränkung. Und leider haben wir es damit nicht geschafft, unseren Sieg zu holen, aber ja, was soll's. Wir haben zumindest ein paar Kills farmen können. Also alles gut. So, Leute, wenn ihr eine Challenge habt, denkt daran, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten, ja, kann ich mich nur bedanken fürs Zuschauen von diesem kurzen Video. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich jetzt Galaxy eine Zeit lang nicht so richtig bringen konnte. Nächste Woche wird es zurück sein. Ich habe auch Verständnis dafür mit der Premiere. Ich werde dafür auch nochmal ein bisschen das mit der Premiere zusammenfassen, für alle, die es nicht geschaut haben, weil ich meine, 40-minütiges Video nachschauen ist halt schon ein bisschen, ja, ein bisschen, ist halt schon ein bisschen viel, würde ich mal sagen. Deswegen, für alle, die es nicht geschaut haben, ich werde es dann nochmal zusammenfassen, weil ich habe da, ich verstehe das auch und so. Und ja, ansonsten, lasst auch gerne Bewertung für das Video da, kommentiert und abonniert für mehr Challenges und Nintendo-Content. Wir sehen uns am Samstag zum nächsten Livestream. Vielen Dank fürs Dabeisein, auf Wiedersehen und noch eine schöne Woche wünsche ich euch.